Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Änderungen zeigen, die in dem Update jetzt drin sind. Außerdem werden wir den neuen Operationen-Datenregen-Modus spielen. Das ist jetzt der erste Modus von dem Shadow gegen Ghost-Event hier. Und das Ganze ist relativ interessant. Man hat zum einen hier im Prinzip nochmal so einen Battle Pass, wo man dann alles einmal weiterentwickeln kann, und dann mit der Zeit wird auch immer mehr freigeschaltet. Man hat jemand am Anfang dieser Level, die im Starttext sind, und dann kann man eben halt hier bis Level 10 zurzeit aufrüsten, und danach hat man eben halt noch ganz, ganz viele Level, die dann allerdings erst in den nächsten Wochen noch freigeschaltet werden. Ich glaube bis Level 45. Ich habe auch schon ein paar Runden gespielt, und diesmal ist es so, dass man nicht nur bei Ghost sein muss, sondern man kann auch zu Shadow noch wechseln, und dann kann man eben mal dort die Items wählen und mit den Items dann eben halt letztendlich den Modus spielen. Zusätzlich gibt es im Spind eine Neuerung, und zwar wurde der ganze Spind überarbeitet. Man hat jetzt ein deutlich übersichtlicheres Feld hier, die ganzen Hintergründe wurden angepasst, suchen kann man natürlich immer noch, und die große Neuerung hierbei ist, dass man Looks speichern kann. Ich werde eine Änderung verwerfen. Ich habe hier zum Beispiel schon Complex Outfit, und dann kann ich einfach aufs World Cup Outfit wechseln. Und das ist letztendlich die neue Funktion im Spind. Wir haben natürlich auch die Helikopter jetzt im Spiel. Da kann man natürlich auch die Lackierung anpassen. Sind auf jeden Fall ganz nice Fahrzeuge. Dazu werde ich euch allerdings jetzt in der Runde mal etwas sagen. Ich würde sagen, sie sind nicht die stärksten Fahrzeuge, die es jemals gab. Deutlich schwächer als Flugzeuge. Ich würde sogar sagen, schlechter als Baller. Man kann eben halt vor allen Dingen im Solo nicht daraus schießen. Das heißt, man hat keine Raketen oder ähnliches. Lediglich die Rotorblätter machen Schaden, und damit kann man eben halt ein bisschen Damage hinzufügen. Ist, glaube ich, aber auch relativ schwierig, das überhaupt zu machen, wenn man irgendwo reinfliegt. Sind die 1500 Leben des Helikopters ganz, ganz schnell weg, und man kann eben halt nicht aus dem Helikopter rausspringen und hat einen Gleiter, sondern wenn man rausspringt, dann bekommt man einfach Falldamage. Das heißt, wenn man über 6 Blöcke im Himmel ist, stirbt man dann ganz einfach, oder wenn der Helikopter zerstört wird, dann explodiert er zum einen und macht, glaube ich, 70 Damage. Und wenn man dann eben halt zu hoch ist und rausspringt, dann stirbt man eben halt am Ende auch an Fall Damage. Deshalb da ein relativ großes Risiko, sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man möglichst rechtzeitig wieder nach unten kommen kann. Es gibt auch zwei Map-Änderungen, die mir so bekannt sind. Einmal bei The Rig, denn dort ist irgendwie einmal alles aufgebrochen. Sieht so aus, als wäre in der Mitte eine Bombe explodiert. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt allerdings als erstes mal auf den Modus. Man kann sich hier am Anfang verschiedene Tags auswählen. Einmal mit einer Startwaffe und dann einem Feature. Ich nehme halt hier die Pumpgun, ganz einfach für die Pumpgun, nicht weil ich das Tag gut finde. Schneller schwimmen, ja, wobei geht sogar auf dieser Fläche hier. Brauchen da meistens nicht ganz so dringend. Man bekommt alle 30 Kills dann immer einen neuen Tag und eine neue Waffe dazu. Und so geht das dann eben halt immer weiter. Ich glaube, drei verschiedene kann man dann auswählen. Das heißt, am Ende hat man eben mal drei Waffen oder so. Weiß aber nicht ganz genau, könnte auch sein, dass man vier hat. Und letztendlich ist die Gruppenkeile einfach auf möglichst viel killen. Und dann das Team, was als erstes 150 Kills hat, hat gewonnen. Und zusätzlich dazu kommen immer Loot-Jobs hin, wenn die neue Zone moved. Und die Zone ist dann auch immer wo ganz anders, das heißt im Prinzip wie eine voll dynamische Zone, was auf jeden Fall ganz nice ist. Man bekommt auch durchgehend Mats, das heißt, dort muss man keine Sorge haben, dass man irgendwann nichts mehr hat. Hier ist auch noch ein Gegner. Diese Clap. Manche Mitspieler, besser gesagt, sind manche auch richtige Bots und schießen gefühlt die Hälfte der Zeit nur die eigenen Mitspieler an und konzentrieren sich nicht aufs Game. Muss jemand das Glück haben, dass man ein vernünftiges Team hat. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man immer in den neuen Zones die Datenlieferung nimmt. Denn in den Datenlieferungen oder mit den Datenlieferungen kann man in diesem Battle Pass im Prinzip upgraden. Zuletzt können wir das zweite Tag auswählen. Das Sturmgewehr mit Zielfernrohr ist jetzt nicht mehr so wie früher. Das hat extrem Damage Drop, also macht ganz früh nur noch 20 Damage. Und deshalb hätte ich das definitiv nicht empfohlen.
Und ich würde sagen, eine normale R ist eigentlich ganz nice. Jetzt können wir damit ein bisschen kämpfen. Ah, schade, leider nicht bekommen. Helikopter gibt es natürlich in dem Modus nicht. Das heißt, auch wenn ihr bei Pleasant Park seid, wo ihr jetzt das Fußballfeld offen ist und man dann auch von dort unten mit dem Helikopter hochfliegen kann, von dort aus, dort gibt es in dem Modus hier keinen Helikopter. Und ich glaube, auch in allen Turniermodis gibt es keinen Helikopter. Was eigentlich ganz nice ist. Ich meine, es sind letztendlich nicht sonderlich stark, würde ich sagen, aber ist einfach immer besser, wenn es so etwas nicht im Turniermodus gibt. Zumindest nicht am Anfang. Denn wie man es ja vielleicht so mit Infinity Blade kennt, gab es da sehr, sehr große Kritik von der Community. Und ich glaube, Epic Games möchte es auch einfach verhindern, auch wenn das Ganze eigentlich relativ gebalanced ist. Es gibt auch noch ein paar weitere Änderungen. Eine betrifft den Grappler, soweit ich weiß. Und zwar macht der Grappler oder hat der Grappler jetzt eine geringere Schussrate. Das heißt, man kann nicht mehr so schnell die Grapple spammen. Und dadurch ist er natürlich etwas schlechter geworden. Ich hätte gesagt, gleich mit der halben Geschwindigkeit. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Wenn ihr es vielleicht genau wisst, genaue Daten dazu wisst, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, noch Änderungen zum C4. Das explodiert jetzt nicht mehr alle 0,3 Sekunden. Also zwischen den einzelnen Explosionen des C4s gibt es nicht mehr 0,3 Sekunden Delay, sondern, soweit ich weiß, 0,5 Sekunden Delay. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Änderung. Macht es ein bisschen schlechter wenigstens. Und das C4 hat eben halt noch seinen Ursprungszweck, nämlich einfach, um ein bisschen gegen das ganze Turteln vorzugehen. Wenn ihr noch andere Changes wisst, es gibt ja nun mal keine Patch-Notes, wer man das vielleicht wissen könnte, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Aber das war, glaube ich, soweit das, was ich von den Patch-Notes mitbekommen habe. Wenn ihr wollt, kann ich auch euch nochmal die ganzen neuen Skins zeigen in dem Video morgen vielleicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ansonsten gibt es die ganzen neuen Skins natürlich in den Shop-Videos. Und dann immer, wenn die selbst im Shop sind. Heute ist, glaube ich, auch noch schon direkt ein neuer Skin im Shop. Neben dem Glücksraser-Skin, der ja heute Morgen drin war. Ist allerdings jetzt nichts wirklich Besonderes. Aber einfach ein neuer Skin wieder, der jetzt mit dem Update auch erst in den Gamefiles, glaube ich, war. Shit, ist die Zone schnell. No way. Okay, nächstes Tag wieder. Und man kann sogar wechseln. Ja, komm, nehme ich Maschinenpistole. Ist eigentlich ganz gut. Ich denke mal, später wird das wichtiger mit dem Wechseln, wenn man dann 45 verschiedene Sachen hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, glaube ich, Shadow und Ghost zu leveln. Also da bei beiden in diesem Art Battle Pass zu leveln, damit man einfach beides voll hat. Natürlich dauert es auch relativ lange, glaube ich, um das zu schaffen. Ich glaube, man braucht immer 5 Datenlieferungen. Zählt natürlich für das ganze Team, aber das Team muss eben halt in Runden 5 Datenlieferungen sammeln und dann kann man erst ein Level aufsteigen. Das heißt, es dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis man das Ganze dann hat. Ich glaube, das waren tatsächlich soweit alle News, die es gibt. Und ich denke, ich werde jetzt noch das Rundchen hier zu Ende spielen. Dauert ja nicht mehr lange. Ich denke, wir sollten gewinnen. Das Team sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir hier nochmal den Tresor öffnen. So, let's go. Ich habe den tatsächlich auch selbst noch nie geöffnet. Gucken, ob da irgendwas Besonderes rauskommt. Okay, ein Aktenkoffer. Ja. Und dann irgendwie so eine blaue Aura hier. Was auch immer die für einen Effekt haben soll. Aber fürs Spiel selbst bringt es nichts. Immer nur zum Aufleveln. Wahrscheinlich auch für die nächste Mission. Ich denke mal, alle 2 Wochen werden neue Missionen reinkommen, damit man dann eben halt dann auch den Battle Pass da weiter leveln kann. Und dann sind wir durch mit der Runde. Ein Spieler muss noch eliminiert werden. Hier ist gerade sowieso keiner. Und Mission
gewonnen. Easy. Normalerweise war, also ich hatte schon 3 Runden oder so gespielt, da war es immer so ganz knapp. 150 zu 149 oder jemand andersrum. Man kann, glaube ich, maximal 4 von diesen Matchdaten sammeln. Ich glaube allerdings, dass das nur sehr selten vorkommt, weil man eben nicht so weit in den Zones vorschaltet. Und jetzt habe ich immer als nächstes bekommen mit Schilden spawnen und so kann man dann eben halt immer bessere Sachen bekommen, bis man dann am Ende allein schon durch die ganzen Sachen, die man hat, einen riesen Vorteil hat und ist im Prinzip dann nicht mal ganz so extrem RNG. Natürlich ein bisschen, was man immer für Startloadouts bekommt, aber vieles wird in dem Modus auf jeden Fall genommen. Ist was anderes als das normale Battle Royale. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.